So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Ihr seht es schon, das Pokémon Cabby ist am Start, also kein Ramses Kitchen. Wir wollen heute einen Raid machen. Da hinten im Gebüsch seht ihr das Muttertier. Ich weiß nicht, was sie da macht. Die steht so da mit der Merkel-Position, die Handformatierung. Dann schaut sie da so hoch am Gebäude. Was ist denn das für ein Gebäude? Das ist das Justizzentrum. Was haben wir denn wieder ausgefressen, die Dame? So, hier sieht es schön aus. Wir wollen gleich dahinter. Aber wie gesagt, wir wollen ein Kyogre-Raid machen. Denn heute ist Dienstag. Das ist der letzte Tag, wo das Muttertier da ist. Habe ich gedacht, nehme ich sie mit zum Raid-Boss-Wechsel. Denn ab heute ist Kyogre in den Raids und Mega-Absol. Mega-Absol brauche ich nicht. Habe ich schon mal eins durchentwickelt. Stufe 3, das passt. Kyogre möchte ich unbedingt noch ein paar XL-Bonbons machen, um mein Proto-Kyogre auf Level 50 zu ziehen. Das heißt, ich muss bei jedem Raid, den ich mache, also dem täglichen immer, bei jedem Raid, den ich mache, vorher eine Mega-Entwicklung vom Typ Wasser anmachen, dass ich mehr XL-Bonbons kriege. Wir werden euch gleich die Konter zeigen gegen Kyogre, wollen aber auch zu McDonald's und einen M-Burger essen. Wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit. Es dauert jetzt noch, bis der Raid aufgeht. Also zeige ich euch, wie wir den M-Burger bei McDonald's geholt haben, wie der aussieht. Die Mama kann dann mal sagen, wie der ihr schmeckt. Und dann zeigen wir euch den Raid, weil die kennen den nicht. Ich kenne den schon. Ich finde den gut. 10 von 10. Und ja, das ist das ganze Video. M-Burger, Kyogre, Muttertier in der Hand. Guck, die steht auf der Hand drauf. Das sieht gut aus. Tun sie halt so, als wäre ich gar nicht da. Nehmen sie mal den Burger aus der Verpackung raus. Dann als hilfreicher Tipp wird gesagt, zwei Hände voll, also links und rechts, festhalten. Dann am besten vorne Platz lassen, damit man reinbeißen kann. Sonnenbrille auf, damit es noch chilliger aussieht. Und dann können sie mal ein bisschen reinmachen. So, jetzt muss es natürlich erstmal würgen. Sie sagt ja auch selber, vorne ist ja noch gar nichts. Man müsste ja eigentlich dann eher noch ein bisschen in die Mitte kommen. Lassen wir sie mal ein bisschen mit dem Burger im Einklang sein. Oh, hinten schiebt sich schon alles raus. Ach Mann. Und die ganze Hand ist voll. Oh, ist das ein immer so. Richtig genial. Deswegen wollte sie mit Messer und Gabel in Ruhe zu Hause. Und jetzt sind wir hier gelandet. Was schmecken tut's? Ja. Schmeckt wie Senfsoße. Ich hätte ihn jetzt zum Beispiel andersrum gedreht und da hinten reingebissen, weil mir ja eh alles entgegenkommt und ich dann einfach das wieder zurückschiebe, indem ich hinten reinbeiß. Weil hier ist ja jetzt nur noch Brot. Man müsste halt die Kraft haben, das so hinten festzuhalten, dass es hinten gar nicht rausquillen kann. Aber die Leute halten es immer so vorne fest, dass ich alles nach hinten schiebe. Ihr müsst das hinten festhalten, damit das hinten nicht rausquillen kann und vorne reinbeißen. Und noch nicht mal Tabletten dabei. Das ist der Trick. Aber die Leute halten es immer vorne fest und jetzt beißen alles zu spät. Gleichzeitig vorne rein. Und schon fliegt es halt dann einfach überall rum. Ich finde, das Fleisch ist fleischig. Und das hast du nicht oft, weil gerade beim Big Mac ist so dünn das Fleisch drauf, so ganz hauchzart, dass das Fleisch irgendwie total untergeht. Hier finde ich, Fleisch ist fleischig. Ja, ganz schön dick. Fleisch ist Fleisch. Na, 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 na. Also das abschließende Feedback, was ich jetzt raushöre, es schmeckt schon, aber dich stört ein bisschen die Senfsoße, weil du nicht so gern Senf isst und die Soße ist ja auch wieder sehr präsent. Ja. Deswegen ist dir ein bisschen zu viel Soße, ein bisschen zu senfig, was halt in eine Senfrichtung geht. Mir hat die Soße geschmeckt, ansonsten ist es ja trotzdem recht groß, recht wuchtig und man hat ordentlich was im Magen, ja, also das passt schon. Das Gemüse schmeckst du auch raus und in der Mitte unten auf dem Boden sind ja eigentlich auch Röstzwiebeln. Da ist auch noch mal was, ja. Dass die nochmal so ein Röstaroma freisetzen. Da war ich dann in der Mitte überrascht. Also am besten nimmt man den ohne Soße, dann ist er trocken und dann hat man auch nicht diesen Senfgeschmack. So, nach dem Essen, was ich noch filmen muss, aber dann vorher reingeschnitten habe, sind wir jetzt hier in unserem kleinen Family Park. Guckt euch das an. Wenn ihr hier reingeht, habt ihr kleine Bäumchen, ihr habt hier lauter kleine Bänkchen, ihr habt hier das Muttertier, die beobachtet schon wieder die anderen Leute und hier fand ich es sehr gemütlich, deswegen habe ich gedacht, hier kann man auch mal chillen, hier kann man in Ruhe einen Raid machen. Was hier weiter vorne ist, ist Stele. Stele ist diese Skulptur, dieses Bauwerk, dieses Teil, was da hier einfach mittendrin steht. Das ist auch eine Arena, aber da findet nicht der Raid statt, aber die Arena ist gelb, hat daneben hier noch diesen Baum.
aber die richtige Arena ist da drüben. So, das ist jetzt die richtige Arena. Das ist Portal Hauptkaserne. Das ist also hier so ein Durchgang zwischen den dicken Blocks. Läufst du durch, oben hast du einen Gang, da kannst du durch. Hier ist nochmal ein Schild extra. Justizzentrum Meiningen, Amtsgericht, Landgericht, Sozialgericht, Staatsanwaltschaft, Verwaltungsgericht, Bibliothek. Weil es hier aber immer stört, wenn man hier redet und wenn man hier filmt, gehen wir halt da vorne in diesen kleinen Park und ich hoffe, man kommt an die Arena dran, die zufälligerweise auch gelb ist, weil heute Farbe Urin muss einfach alles gelb sein. So, der Raid geht jetzt auf, ihr seht, das Ei zappelt wie verrückt, jetzt riecht es auch plötzlich nach Scheiße, also keine Ahnung. Wer weiß, was hier immer gemacht wird, wenn man nicht hier ist. Hier sieht es auch aus, hier ist total vermüllt. Ich gehe jetzt mal auf den Raid, werfe die Pässe ein, lade die Leute ein, die ich einladen soll. Das zeigt man gleich in der Gruppe. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Mystical Miku, Creeper, Kaiser Guy, Netghost und den Ace. Und hier drüben habe ich noch Shenaya und Shaggy. Jetzt will ich ganz kurz mal hier rein. Kyokre wählen, und zwar das aus dem Grund, weil ich hier jetzt eine Protomorphose durchführen möchte, weil das ist ja Typ Wasser. Das habe ich schon auf Mega Level 3. Und wenn ich das jetzt entwickle, müsste das ja Typ Wasser boosten, weshalb ich dann mehr XXL Bonbons kriege. Jetzt gehe ich aber trotzdem noch mal raus und wieder neu rein. Ich hoffe, das klappt jetzt. Weil ich ja nicht mit dem kämpfen möchte. Ja toll, jetzt klappt es natürlich nicht, weil ich jetzt zu weit weg bin. Was? Nein, ich drehe mich jetzt nicht um. Ich muss jetzt hier gucken. So, ich drücke jetzt einfach mal bereit. Hier drücke ich auch mal bereit. In der Raid-Gruppe habe ich den Raid wieder gepostet, aber ihr seht, ich traue mich jetzt nicht hier rauszugehen, weil wenn ich jetzt hier aus der App rausgehe, kann es natürlich sein, dass der sich wieder irgendwie von der Arena wegbewegt. Ich dann wieder zu weit weg bin von der Arena und dann aus dem Raid rausgeschmissen werde. Deswegen aus Sicherheitsgründen zeige ich euch danach die Konda. Ihr seht ja hier schon ein paar. Und um noch sicherer zu sein, laufe ich auch noch mal kurz weg. Jetzt können wir uns wieder hersetzen, weil jetzt passt es. Ihr seht, ihr seid im Kampf, ihr könnt jetzt gar nicht mehr rausfliegen. Ja, das Ding ist Wasser. Das heißt, ihr könnt natürlich Pflanzen-Pokémon nehmen gegen Wasser. Ihr könnt Elektro-Pokémon nehmen gegen Wasser. Damit ist eigentlich alles gesagt. Es hat keine Doppelschwächen oder irgendwas. Ist mir zumindest nichts bewusst. Wir sind jetzt hier 13 Mann. Ich dachte, eben wurden noch 14 angezeigt. Entweder ist einer rausgeflogen oder es stand die ganze Zeit da, dass 12 von 13 bereit sind. Deswegen dachte ich, dass da ein Unterschied von 1 vorliegt. Ging jetzt auch richtig zügig, den hier zu plätten. Obwohl der, glaube ich, der stärkere ist von den zwei. Wenn man Kyokre und Groudon sich anguckt, Groudon müsste leichter zu besiegen sein mit weniger Leuten als Kyokre. Kyokre ist kniffliger, ist schwieriger. Dank euch ist es aber ein Kinderspiel. Deswegen bedanke ich mich bei jedem, der jetzt die nächsten Tage immer mal einen Kyokre-Raid mitmacht. So, jetzt habe ich hier auch XL bekommen. Ich muss aber natürlich noch fangen, damit ich noch mehr XL bekomme. Habe jetzt hier 22,95, der kleine Account hat 23. Was ich euch eigentlich aber zeigen wollte, wir machen es jetzt vor dem Fang. Ich habe den Raid natürlich wieder hier in die Raid-Gruppe reingepostet. Das sieht dann ungefähr so aus. Hier steht der Raid, Kyokre Community Raid, 11.43 Uhr. Da könnt ihr mich adden, dann tragt ihr euch ein in die Liste. Dann lade ich euch ein. Wer noch nicht in der Raid-Gruppe ist, kommt halt rein, dass wir zusammen Raids machen können. Und was jetzt noch wichtig ist, im Community-Tab, der nicht mehr Community-Tab heißt, sondern einfach nur noch Beiträge. Das ist der Reiter mit den Beiträgen. Da poste ich ja immer die Konda rein.
habe ich heute auch eine Liste gepostet. Kyokre, Wasser. Ja, ihr nehmt also Elektro und Pflanze, habe ich vorhin gesagt. Hier sind die Konda aufgelistet. Mega Gewaldröst zum Beispiel Platz 1. Boldrian, Sekrom oder Zarude. 23,51 wäre der 100er Wert oder mit Wetterboost 29,39. Das Ding kann natürlich shiny sein, ist dann pink. Es ist jetzt kein shiny. Wir wollen es jetzt aber fangen. Ich brauche keine normalen, ich brauche nur XL. Also man könnte jetzt versuchen, mit den silbernen Sananabären zu fangen, damit man noch mehr Bonbons bekommt. Aber das wirkt sich ja nicht auf die XL aus, sondern nur auf die normalen Bonbons. Und die normalen habe ich an sich genug. Also nehme ich goldene, denn wichtig ist, dass der drin bleibt, dass der nicht flieht. Kyokre ist so ein Ding, das ist ein bisschen nervig, weil der immer nach links und rechts geht. Da braucht ihr ein bisschen Geduld, aber ansonsten ist einfach fabelhaft gut treffbar, weil der Kreis ja trotzdem relativ groß ist. Ist jetzt auch drin, aber ich freue mich trotzdem schon auf Groudon, was nach Kyokre kommt, weil der einfach, naja, der sitzt halt einfach da, macht kaum was und ihr könnt wild draufwerfen wie Verrückte. Jetzt habe ich ja nochmal 5 normale, nochmal 4 XL. Kann den auch jetzt nochmal bewerten, okay. Hab jetzt 7 XL insgesamt gekriegt durch den Raid. Ich glaube, ich hatte vorher 0 und möchte die dann alle in dieses Kyokre reinpacken, was noch nicht Level 50 ist, was aber Level 50 werden soll. Vielleicht nehme ich sogar mal ein paar Premium-Pässe, um bei dem noch ein paar Raids mehr zu machen, weil das jetzt ein kleines Ziel ist von mir, was ich habe. Ansonsten, wenn ich gucke, was ich auf Mega 3 habe, Mega 3 und Wasser, hätte ich also noch ein Lamus, was ich entwickeln könnte, um Bonbons zu boosten, oder eben ein Garados. Jetzt ist das da, morgen brauche ich also ein anderes, einen Tag später nehme ich wieder ein anderes und den Tag danach hoffe ich, dass das eine dann wieder abgeklungen ist und wir es wieder kostenlos entwickeln können. Ansonsten muss ich bei irgendwem noch was ausgeben, aber das ist egal. Das sehen wir dann, wie es passt. Den fangen wir auch gleich noch und kurz vor dem Raid habe ich hier noch so einen Kronkorken gefunden von der Löschzwergflasche. Da ist hier auch wieder, da sind zwei Würfel drin, eine 6 und eine 2, also 8. Und da steht Löschzwerg, Geus, was? Also Geus, die Geus-Maß, das ist wieder was für ein Hannes. Hannes, Grüße an dich, wir tun mal wieder dahin. Ich verlasse nämlich die Orte immer so, wie ich sie vorgefunden habe. Habt ihr schon ein Kyokre? Freut ihr euch, dass Kyokre wieder da ist? Wir holen uns jetzt Essen, das habt ihr aber schon gesehen, denn das muss ich ja davor reinschneiden. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.